heute Abend noch viel mehr, denn du bist am Wirken, Heiliger Geist, der Geist, den du uns geschickt hast, Jesus, deinen Geist, der wirkt, der Wunder wirkt, der wirksam ist heute und immer und Neues kann beginnen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gegenwärtig bist, dass du mit uns bist, dass du dich zeigen möchtest, wie du wirkst, dass wir mehr sehen, dass wir offene Augen haben für deine wunderwirkende Kraft. Halleluja. Wir danken dir und wir preisen dich und wir segnen jetzt diesen ganzen Abend mit deiner Gegenwart und Herrlichkeit. Amen. Amen. Halleluja. Ich begrüße euch wunderbar zur Grace Night heute, zur vertrauten Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das wirkt Wunder. Schauen wir uns heute Abend an. Wir sind alle vertraut mit dem Heiligen Geist, aber was bedeutet es eigentlich wirklich? Also die einen spinnen ab mit dem Heiligen Geist. Man nennt es im Amerikanischen flaky. Wie so ein Cornflake springen sie weg. Mir hat der Herr mal gesagt, es ist nicht der Heilige Geist. Also nicht seiner. Und dann die anderen, die merken gar nichts davon, dass er Wunder wirkt, dass er wirksam ist. Wir schauen uns beides heute an. Dann begrüße ich ganz herzlich alle, die online dabei sind, auf unserem Livestream Facebook. Ich habe gehört, Frankfurt ist dabei. Ich grüße euch in die Ferne. Hamburg müsste dabei sein. Ich glaube auch Freiburg. Und so ist jeder dabei. Viele, die ich nicht weiß, wo sie wohnen und leben, sind dabei, habe ich schon gehört. Also ich freue mich. Ihr erlebt ganz dasselbe, was wir erleben, was wir hören, erlebt ihr im Alltag bei euch zu Hause, wo immer ihr steht, lebt und geht. Gott ist am Wirken. Der Heilige Geist möchte viel mehr tun, als wir alle bisher erlebt haben. Halleluja. Still Rolling Stones. Wir sind nicht mehr blind, wir öffnen heute unsere Augen. Welche wunderwirkende Kraft kennen wir alle aus dem Wort Jesu? Na, wenn Jesus seine Wunder getan hat. Das ist uns allen am bekanntesten. Okay? Er hat seine Herrlichkeit offenbart, sehen wir in Johannes 2, Vers 11, als er dann Wasser zu Wein gemacht hat. Das würde ich auch manchmal ganz gerne. Wasser gibt es viel, Wein nicht immer. Und ich habe gerade Appetit auf Wein und dann gibt es keinen. Oder nur so einen ganz, der nicht schmeckt. Aber Jesus hat den besten Wein gemacht. Diese Wunder, das, er macht immer das Beste. Ja, Jesus ist, hat uns seinen Geist gegeben, aber das werden wir später sehen. Und er wirkt das Beste. Okay. Also wir sehen Jesu Herrlichkeit in seinen Wundern, deswegen hat er sie gewirkt. Dann hat er Kranke geheilt mit seinen Wundern. Wie viele Kranke sind geheilt worden? Genau, alle, die zu ihm kamen. Nicht nur ein paar, nicht nur die brav waren. Okay? Jeder kann in diesem Wunder leben, der Heilung. Auch heute noch, ne? Das schauen wir uns aber alles gleich dann an. Und dann haben sie wirklich ihn erkannt durch seine Wunder. Nicht alle natürlich, aber ein paar. Und das ist das Wunderbare. Und vor allen Dingen, jubeln wir eigentlich manchmal, wenn Wunder passieren? Wie die Jünger? Okay, Lukas 19, Vers 37 in der neuen Genfer Übersetzung. Ich finde das herrlich. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführte, brach die ganze Schar der Jünger. Seid ihr die Jünger? Okay, wir können also jubeln und freuen, weil er treibt heute noch Wunder. Mit lauter Stimme. Nicht, oh, nein, danke Herr, dass du ein Wunder getan hast. Hey, jubeln, so wie ihr gerade. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Also freuen wir uns auch, wenn andere gerade ein Wunder erleben, mit ihnen mit. Dieses Dynamis schauen wir uns dann ein bisschen genauer an. Denn das zeigt uns ein bisschen mehr, als wir bis jetzt so angenommen haben. In Apostelgeschichte 2, Vers 22 bestätigt er auch Jesus als seinen Gesandten durch die mächtigen Taten. Daher kennen wir die Wunder. Sie bestätigen ihn eben. Aber genau dasselbe passiert bei uns. Denn Jesus hat uns nicht alleine zurückgelassen, das wissen wir alle, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist, seinen Geist gegeben, den schon Gott, der Vater, uns verheißen hat. Das sehen wir in Lukas 24, Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters.
Es ist uns von Anbeginn an verheißen gewesen, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. Und wenn ihr jemanden kennt, der zwar Jesus hat, aber den Heiligen Geist nicht, es ist ihm verheißen, dass er ihn empfängt, dass er ihn bekommt. Und dann passiert auch was. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Bewegt euch nicht aufs Wasser hinaus ohne den Heiligen Geist. Das werdet ihr dann sehen. Diese Dynamis, diese Kraft, die lässt uns auf dem Wasser gehen. In der neuen Genfer Übersetzung ist es auch noch schön erklärt. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe. Es ist die Kraft, es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht, und der Heilige Geist ist auch nicht irgendwas so ganz Fernes, sondern die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden. Es ist nicht irgendwo, ich erlebe es leider zu oft, die Leute wissen, sie sind erfüllt vom Heiligen Geist und erleben nicht die Kraft aus der Höhe in sich und in ihrem Leben. Ist das nicht schade? Ich möchte, dass das wir alle noch viel, viel mehr erleben. Glaubt mir, das, was ihr bis jetzt erlebt, ist nichts gegen das, was Gott wirklich machen möchte. Es ist nicht irgendeine Kraft aus der Höhe. Es ist eine ganz, ganz spezielle. Und in dieses Angetanwerden ist hineinsinken in diese Kraft. Es ist nicht, naja, wenn ich jetzt 10 Stunden gebetet habe, dann wirkt die Kraft Gottes in meinem Leben. Einfach hineinsinken. Wir versinken vollständig in dieser wunderwirkenden Kraft. Und sie ist bei jedem Atemzug bei uns, sie wirkt in jedem Moment. Können wir das Chart zeigen? Dynamis heißt Wunder, ist ja jetzt mal klar. Wunderwirkende Kraft, das heißt Macht und Stärke, mächtige Taten und herrliche Werke. Passieren die in eurem Leben? Oder durch euer Leben, permanent, permanent, ihr seid in dieser Kraft, permanent, permanent, ich sage es jetzt nochmal, permanent. Es heißt nicht, ich muss das in der Früh anziehen und abends wieder auf die Seite legen. Oder ich nehme es so wie ein Nachtgewand nur in die Nacht mit hinein und tagsüber plage ich mich ab. Okay? Nein. Permanent. Wir sind angetan mit der Kraft aus der Höhe. Lasst es mal reinsinken in euch. Und das ist erst der Anfang. Angetan damit. Angetan. Wenn irgendwas schiefläuft bei euch im Leben, vielleicht ist euch noch nicht klar, welche Kraft in euch wirkt. Wenn euer Chef mit euch umspringt, wie mit einem kleinen Schulkind oder euch benachteiligt, welche Kraft wirkt in euch? Ich habe das ganz oft erlebt, ich brauche gar nichts sagen, der Heilige Geist wirkt durch mich durch und es kommt alles gut, sehr gut sogar, nicht nur ein bisschen gut. Okay, es ist die Kraft und Fähigkeit, etwas zu erreichen durch Gottes Können. Das wissen wir. Ne? Wir machen etwas, was wir eigentlich gar nicht könnten, aber es ist Gottes Können. Was ist Gottes Können? Er ist omnipotent, er ist omnipräsent. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig. Er wirkt jetzt durch uns, durch seinen Geist und er möchte die Wunder tun durch uns. Bremsen wir ihn manchmal? Danke für das Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich bremse ihn manchmal. Ich glaube, er möchte viel mehr machen. Und dann stehe ich wieder da und denke mir, oh, das ist ja alles, mein Verstand, mein was auch immer. Vergangenheit kommt durch nichts, Schluss, aus. Ich möchte diese mächtigen Taten sehen. Ich möchte diese Kraft aus der Höhe, mit der ich angetan bin. Und jeder Einzelne hier auch, möchte ich jeden Moment in meinem Leben erleben, wie ich Fähigkeiten habe, etwas zu erreichen, was ich vorher nicht erreichen hätte können. Es gilt für alle Bereiche. Es löst auch Bindungen, es setzt uns auch frei, damit wir Dinge erreichen können, die wir vorher nicht hätten erreichen können. Dass sie sichtbar wird in unserem Leben. 1. Korinther 4, 19 bis 20. Doch ihr werdet sehen, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtour. Okay?
wichtig tue. Es gibt auch unter Christen so religiöse Menschen, die sich einfach nur wichtig machen und nicht wirklich Sinnvolles von sich geben. Also die interessieren Jesus nicht, dann brauchen sie uns auch nicht interessieren. Aber was interessiert ihn? Dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Okay, wird Gottes Kraft, ist es in deinem Leben sichtbar? Immer? Super, ja. Immer mehr, genau, richtig. Wer erlebt Gottes Kraft sichtbar jeden Tag? Jeden Tag, okay. Möchtest du noch mehr erleben? Sehr gut, so ist super. Genau, dass es sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Das ist alles. Wir sind im Reich Gottes. Das ist alles inbegriffen. Dein Job, deine Familie, jetzt Weihnachten wieder mit der Familie und so weiter. Nix, keine Sorge. Hallo, verlasst euch da drauf. Gibt dir die Fähigkeit, auch mit deiner Familie gut umzugehen. Egal, wie schwierig sie ist. Müsst nicht nach Mallorca gehen, um sie nicht zu sehen. Okay. Dann ist in der Bibel auch von verschiedenen Kräften, Wundern und Zeichen die Rede. Schauen wir uns kurz an, nur damit ihr das Verständnis dafür auch habt. Apostelgeschichte 2, 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte. Hier haben wir Dynamis, die wunderwirkende Kraft. Und Wunder, und hier haben wir ein anderes Wort, es ist Teras. Und es ist jetzt ein bisschen anders, ein außergewöhnliches Ereignis, das einen übernatürlichen Effekt hinterlässt. Jetzt haben wir schon außergewöhnlich und übernatürlichen Effekt hinterlässt. Es geht jetzt ein Stück noch weiter. Und dann und Zeichen, es ist Semion. Und ein Zeichen, um den Herrn und sein ewiges Ziel als Initiator des Zeichens zu bestätigen. Also hier gibt es ein paar Unterschiede, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkt, also durch Jesus, wie ihr auch selbst wisst. Es ist nicht für heute Abend nicht ganz so wichtig, weil ich werde mich hauptsächlich auf Dynamis konzentrieren. Ich möchte nur einfach, dass ihr es einmal versteht. Beispiel von Stephanus kann man diesen Unterschied ein bisschen aufzeigen. Apostelgeschichte 6, Vers 8. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft, Dynamis, also seiner wunderwirkenden Kraft, die mächtig ist, die stark ist, erfüllt, vollbrachte Stephanus. War das Jesus? Okay. Und trotzdem verbrachte er große, unter der Bevölkerung große Wunder. Okay. Vollbringst du große Wunder? Also passieren sie durch dich? Möchten wir das alle? Schon, ja? Bin ich jetzt nicht allein. Also ich bin ja so ein bisschen ein Fantast, ich habe immer so große Visionen und ich wünsche mir einfach, Wunder zu sehen. Meine Tochter ist, glaube ich, sie ist sonst ein Realist hoch drei, aber sie wünscht sich, dass sie Arme wachsen sieht. Also wenn jemand durch einen Unfall eine Prothese trägt und keinen Arm, sie wünscht sich das. Sie hat gesagt, ich möchte das sehen. Ich habe gesagt, sehr gut. Du hast einen Glauben, du. Kann ich von meiner Tochter lernen? Also ganz ehrlich, der Heilige Geist darf noch viel mehr in mir wirken, dass ich genau diese Wunder erwarte auch. Dass ich erwarte, dass Dinge passieren, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Also richtig große Wunder. Und hier haben wir dann Teras und dann außergewöhnliche Dinge und Zeichen. Hier haben wir Semion. Das heißt jetzt, Stephanus tut große Wunder, Teras, also außergewöhnliche Ereignisse und die lösen jetzt einen übernatürlichen Effekt bei den Gegenübern aus. Und dann geschieht etwas Außergewöhnliches, nachdem die mit Kraft auch Gottes Gnade geleitet, er ist von Gottes Gnade geleitet, er ist nicht von irgendeinem Spirit geleitet, er ist von Gottes Gnade geleitet. Das ist ganz wichtig. Gnade bringt uns hinein in diese wunderwirkende Kraft, in die echte, von Gott gewirkte Kraft. Okay, es gibt auch noch ein paar andere Sachen in der Endzeit. Pastor Erich wird da morgen sicher ein bisschen was drüber reden, wenn er von Angels und Dämonen und dann gäbe es noch die falschen Propheten und so weiter. Darauf möchte ich nicht eingehen, darum
Gottes Gnade leitet in diese wunderwirkende Kraft. Okay? Nicht unser Denken, ich möchte jetzt das so und so. Gottes Gnade leitet uns. Okay? Es gibt auch sehr ungesunde Methoden, da passieren auch Heilungen. Es ist nicht mit Gottes Gnade. Es ist mit irgendwelchen anderen Kräften. Diese Heilungen halten nicht an, aber sie bringen für einen Moment die Menschen in die falsche Richtung. Und da völlig falsche Geister und katastrophal. Aber das wird offen angenommen, weil das ist ja nicht Jesus. Das, da kann man gerne sich öffnen dafür. Gottes Gnade leitet uns, also Jesus, der Herr, leitet uns in die großen Wunder und außergewöhnlichen Dinge. Also jetzt geschieht etwas, diese großen Wunder, und dann kommen Menschen in Staunen. Das sehen wir dann bei Simeon, dass man sieht, okay, der Herr ist der Initiator dieser Wunder, dieses Zeichens. Also so kommt so ein kleiner Aufbau. Wenn alle drei auf einmal erwähnt werden, dann sieht man den Unterschied. Da können wir die Chart noch anschauen. Wir werden von Gottes Gnade geleitet und mit seiner wunderwirkenden Kraft erfüllt. Jetzt geschieht etwas. Die großen Wunder, Terras, die einen übernatürlichen Effekt auslösen und die Menschen kommen in Staunen und dann Zeichen und dann sieht jeder, okay, das ist vom Herrn. Das ist wirklich ein Wort, ein Wunder, eine Sache, die der Herr bewirkt hat und nicht irgendein Spirit. Ganz wichtig, dass wir auch lernen zu unterscheiden, was ist vom Heiligen Geist und was nicht. Was ist gewirkt von Gott und seinem Geist und was ist gewirkt von irgendwas. Passieren auch tolle Dinge, möchte ich euch warnen. Fragt den Heiligen Geist, ist es echt? Ist das der Prophet, der zu mir spricht, der ist der von dir geschickt? Oder ist es nur ein Möchtegern-Prophet? Checkt es selber, dafür habt ihr den Heiligen Geist. Genau. Dann haben wir Apostelgeschichte 10, 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft, also selbst Jesus war mit dieser wunderwirkenden Kraft gesalbt. Er kam nicht mit dieser Kraft. Okay? So wie du, hat auch er, ist er gesalbt worden damit. Und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ist Gott mit euch hier? Mit jedem? Okay. Magdalena mit dir auch? Ja. Sehr gut. Du hast mich gerade so kritisch angeschaut, habe mir gedacht, okay. Ja, alles gut. Alles ist bestens. Genau. Selbst Jesus hier auf Erden war gesalbt. Hast du dich schon mal gefragt, zu was du gesalbt bist? Ich höre das, diese Frage ab und zu. Ja, aber meine Salbung, für was bin ich denn gesalbt? Wo ist mein Dienst? Was soll ich denn tun? Okay, steht es hier irgendwo? Gutes zu tun und zu heilen. Okay. Ist noch jemand krank um euch rum? In eurer Familie, im Umfeld, an der Arbeit? Genau, das ist dein Job, dafür bist du gesalbt. Gutes zu tun? Und zu heilen. Durch was? Durch die Kraft Gottes, durch seine wunderwirkende Kraft. Okay, ich muss es immer wieder erwähnen, wir haben hier ja so diesen puren Evangelisten hier. Er marschiert rum und erreicht einfach die Menschen, die wissen nichts von Jesus, die sind in ihren Depressionen, aber er erreicht sie, er spricht sie an, er bringt sie zu Jesus und da ist die Kraft. Und wenn ich dann manchmal die Ehre habe, für diese Menschen zu beten, es ist ein Wunder, was da passiert an Kraft, wie die herausgezogen werden aus der Dunkelheit. Also er findet die Menschen in den dunkelsten Ecken, also jetzt geistlich gesehen, in den dunkelsten Ecken. Und er bringt ihnen Jesus mit so einer Kraft und Dynamik, das ist unfassbar. Die Finsternis muss weichen, da wo er hingeht und das Evangelium bringt. Das ist wunderwirkende Kraft. Und jeden Einzelnen bringt er zu Jesus ins Licht hinein und dann passiert Heilung. Er tut Gutes und Heilung passiert. Durch ihn, durch Gebete, durch das, wo Menschen dann hingehen. Da habe ich schon so wunderbare Dinge erleben dürfen hier. Und wir sind hier am besten Ort, sage ich ja immer wieder.
Hier passieren Wunder, hier passiert Heilung, hier passiert Freisetzung, weil wir das Wort, das pure, reine Wort der Gnade hören, permanent. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Genau. Sondern ihr werdet Kraft, Dynamis empfangen. Das ist Lambano, haben wir auch schon mal ganz viel intensiv, habe ich darüber gesprochen, dieses Empfangen, dieses aktiv ergreifen und es dir zu eigen machen. Okay? Ihr seid alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr habt alle diese Kraft in euch. Ergreift sie so richtig. Lebt mit ihr. Was heißt ergreifen? Also mir hilft es ja nun nichts, wenn ich in meiner Küche eine wunderschöne Küchenmaschine stehen habe und nichts damit tue. Ich schaue sie mir immer an. Da wird kein Kuchen gebacken dann. Also der bäckt sich jetzt nicht von allein. Ich muss das Ding ergreifen und was damit tun. Und so ist es mit dem Heiligen Geist, leben, wirken, mit ihm in dieser Kraft, das ist die Kraft aus der Höhe, die vom Himmel kommt, mit dieser wunderwirkenden Kraft, die uns befähigt, Mächtiges zu tun. Oder seid ihr alle so nur lieb und nett und so? Möchtet ihr mächtige Taten tun durch euch, dass der Heilige Geist durch euch wirkt? Seid ihr die Gefäße dafür? Ready? Empfangt ihr die Kraft richtig? Ergreift sie aktiv? Hm? Super. Wow, ich freue mich auf die vielen Wunder, die ich jetzt dann sehe. Erzählt sie mir. Und ich mag sie sehen hier. Ich mag sie erleben. Ich mag es an eurem Leben sehen, auch an meinem. Dürft für mich auch beten, dass ich es empfange richtig. Ne? Also. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich sage euch, die Familien, die Nachbarn, eure Arbeitskollegen, die werden das sehen. Sie werden diese Wunder sehen. Ich habe euch ja schon öfter von meiner Freundin erzählt, die diese Herztransplantation hätte bekommen sollen und wird es einfach, ich habe dran geglaubt, da kommt Heilung rein, das ist Wunder und viele haben mitgebetet und dieses ganze Klinikum in München, das ist ein großes, großes wissenschaftliches Klinikum, ganz bekannt. Sie haben gesagt, so etwas gibt es eigentlich medizinisch nicht, dass sie so gesund wieder rausgeht aus dieser Klinik. Es gibt es nicht. Dieses Herz hat nicht mehr funktioniert. Und es ist ein Wunder geschehen. Die wunderwirkende Kraft hat dieses Herz wieder heil gemacht. Und die Ärzte waren, und sie hat von Jesus erzählt, das waren, ihr werdet meine Zeugen sein. Krankenschwestern, die gesagt haben, ja, also ich bin katholisch, aber sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Die haben angefangen, dann hat sie immer gesagt, ja, du musst halt Jesus annehmen, weißt du, dann funktioniert das, wie es ihr wieder besser ging. Und die hat Ärzte, Oberärzte, Krankenschwestern und Pfleger sind zu Jesus gekommen auf der Station. Es ist unfassbar. Und dieses Zeugnis wirkt immer noch nach. Jeden, wenn sie es jetzt erzählt, kommen Menschen zu Jesus. Das ist diese wunderwirkende Kraft. Und jetzt das Spannende, sie konnte ja gar nichts tun. Sie war ja absolut schwach. Sie konnte nicht mal ihr neugeborenes Baby in die Hand nehmen. Es war ja viel zu schwer. Sie konnte nichts mehr tun. Sie hatte, ihre Herzfunktion war auf 12% oder 15% runter. Da stirbt man dann gleich danach, wenn man kein neues Herz kriegt. Also es geht nicht bis 0%, sondern vorher ist es zu wenig dann einfach schon. Sie konnte nichts tun, aber der Heilige Geist, die Kraft aus der Höhe, konnte alles tun. Halleluja. Huh? Es ist, vertrauen wir darauf mehr. Darauf, dass er wirkt. Klar, wir beten, aber wir sind dann nur der Wegbahner. Ich bin viel zu weit weg gewesen. Ich hätte nach München fahren müssen. Ich hatte aber nicht den Auftrag vom Herrn, jetzt nach München zu fahren. Einfach hier zu beten. Er wirkt dort, wo immer er wirken soll. Er wirkt mächtig. Und sie hatte keine Ahnung. Also sie hat den Heiligen Geist natürlich in sich. Er hat in ihr gewirkt. Aber sie konnte da jetzt, sie hat es später mal gesagt, sie hatte da keine Kraft mehr an irgendwas zu glauben oder zu beten oder zu bitten, noch irgendwas zu tun. Sie war einfach da gelegen und hat uns allen vertraut, dass wir irgendwas machen. Und der Herr ist größer. Er tut diese Wunder.
Und ich möchte, dass wir diese Wunde, und sie war erst 42, also viel zu früh, um zum Herrn zu gehen. Und das darf nicht sein. No? Okay, also empfangen wir diese wunderwirkende Kraft wirklich in unser Leben hinein, damit wir wirklich was zu erzählen haben von Jesus. Jesus ist nicht irgendeiner der Götter, die alle anderen haben, auch irgendwelche Götter. Jesus ist der wunderwirkende Gott. Er ist der, der rettet. Er ist der, der uns erlöst hat von allem. Das ist übernatürliches Wirken. Es kann keiner sonst. Es kann nur Jesus Christus. Okay? Und das muss die Welt sehen. Das müssen sie erkennen. Das können sie nicht, wenn wir leben wie alle anderen. Okay? Entschuldigt. Ich rede auch zu mir, ich predige auch zu mir, gell? So ist es nicht. Weil auch ich möchte in meinem Leben noch viel mehr Wunder. Wir begrenzen ihn viel zu sehr. So, also nächster Punkt. Gottes Kraft, der Heilige Geist wirkt durch uns. Das ist wie bei Jesus, er wirkt durch uns. Galater 3, Vers 5. Das ist eine tolle Frage, die hier gestellt wird. Und die stelle ich euch jetzt auch. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Damit ihr bequem leben könnt? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Wow. Okay. Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Jetzt haben wir es wieder. Oder seid ihr geleitet von Gnade? Ne? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wurden uns Gesetze verkündet? Also ich rede jetzt vom Wort Gottes. Verkündet uns das Wort Gesetze? Wort Gottes Gesetze? Nein. Die Botschaft ist, dass Jesus Gnade, durch Jesus Gnade geworden ist. Gnade und Wahrheit. Die Botschaft ist, dass Jesus alles am Kreuz für uns vollbracht hat. Für immer vollendet. It is finished. Es ist nicht, wir können noch was dazu tun. Er hat alles gemacht, damit wir nichts mehr tun müssen. Okay? Das ist die Botschaft. Und das ist die Gnade, die uns leitet. Und dann passieren auch die Wunder. Okay? Wir glauben alle, dass Jesus die Gnade ist, dass es durch ihn in unser Leben hineingekommen ist. Also passieren auch bei uns die Wunder. Okay? Halleluja, erwarten wir sie. Also diese wunderwirkende Kraft, ne? Dynamis. Und dann gibt es noch die wunderwirkende Kraft in uns. Und das finde ich ganz spannend. Also durch uns, da beten wir für anderes, passieren Heilungen und solche Dinge, aber in uns passiert auch etwas. Das war die Errettung Jesu. Wir sehen das nicht, ne? Siehst du, dass du errettet bist, also in dem Moment, wo du errettet wirst? Es ist was Übernatürliches. Es passiert in dir etwas. Also mich hat es von einem selbstherrlichen Leben, ich bin ja so gut, und einem ziemlich erfolgreichen Desaster in meinem Leben, hat er mich hin errettet in ein herrliches Leben voller Herrnliebe, voller Frieden, voller Freude und voller Wunder. Denn Wunder geschehen fast jeden Tag. Wir sehen sie nur nicht immer als solche an. Aber eben in uns passieren Wunder. Also für mich ist es ein Wunder, dass ich errettet bin. Denn Gott gab es für mich nicht. Okay? Das war Firlefanz aus der Kinderzeit. Und so ein Firlefanz glaubt man als erwachsener, vernünftiger, erfolgreicher Mensch doch bitte nicht. Und vor allen Dingen, wie kann es einen Gott geben, wenn doch meine Mutter gestorben ist, als sie gerade schwanger war? Oder also als sie gerade ein Baby geboren hatte nochmal. Wie kann es einen Gott geben, einen guten Gott, wenn er mich ohne Vater aufwachsen lässt? Wie kann es einen guten Gott geben, wenn ich einen Stiefvater habe, der unmöglich ist, der gefährlich ist, der schlägt, der was auch immer sonst noch alles tut? Ich habe gesagt, dass meine Mutter damals dann gestorben ist, war ich 13, sie war gerade Anfang 30, also sie war in Jesus Christus Alter.
Sie ist mit 32 gestorben. Habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss mit lustig. Mir kann in der Schule noch jemand irgendwas von irgendeinem Glauben da erzählen, ist vorbei. Und von dem Tag an habe ich nicht mehr an Gott geglaubt. Für mich gab es das nicht. Die Errettung ist ein reines Wunder gewesen. Und zwar durch seine Liebe, die mich vollkommen, unfassbar berührt hat. Und völlig unerwartet. Ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Und ich glaube, das ist ein Wunder, diese Errettung. Das kennen wir aber alle. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das kennen wir auch alle. Siehst du das? Gut, du fängst an, in Sprachen zu sprechen, in neuen Sprachen. Das ist das Zeichen dann dafür. Aber siehst du den Heiligen Geist in dir? Hm? Spürst du ihn immer? Ja, manche spüren ihn andauernd. Aber was wirkt er denn in dir? Ist dir das so bewusst? Hm? Genau. Okay, also lassen wir uns doch überraschen, was der Heilige Geist so alles in uns wirkt. Ich habe in unserem Dienst, im Care-Dienst, hatte ich vor kurzem eine sehr stark mit Selbstmordgedanken beschäftigte Frau bei mir. Wir waren hier und also ganz ehrlich, für einen Moment wurde mir Angst und Bange, weil sie wirklich gesagt hat, heute Schluss mit Leben und lustig. Ich war dann alleine mit ihr und ich dachte, du meine Güte. Ja, aber jetzt wird es Zeit, dass du hier wirkst in dem armen Menschenkindlein. Und sie ging dann auf die Toilette, also wir haben geredet und ich habe auch gebetet und habe den Eindruck gehabt, sie braucht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das hat sie nicht verstehen wollen und auch nicht können und ja, ist alles, ja, es geht jetzt nicht, sie ist viel zu schwach und wie auch immer. Dann ging sie auf die Toilette und dann kommt sie nicht mehr. Und auf einmal höre ich da draußen einen Knall und sie liegt am Boden. Mein erster Gedanke war, sie hat irgendwas genommen und ist jetzt tot. Mein nächster Gedanke war, Hilfe, Jesus! Und ich nehme ihre Hand, fasse sie an. Ich hätte sie nie hochziehen können. Die Kraft hätte ich gar nicht gehabt. Ich habe sie einfach nur angefasst und Jesus um Hilfe geschrien. Die Frau ist wie eine Marionette. Also die war gelegen, flach auf dem Rücken. Ich habe nur geschaut, ah, der Bauch bewegt sich noch. Die lag, also sie war nicht tot. Aber bewusst, also halt für einen Moment umgefallen, bewusstlos, wie auch immer. Ich habe ihre Hand genommen und Herr Jesus, ich habe gar nicht beten können, mir ist gar nichts mehr eingefallen. Und Jesus, wie eine Marionette, hat er sie wie an Fäden hochgezogen. Die ist wie hochgeklappt und aufgestanden. Ich war, glaube ich, am überraschtesten, weil sie hat gar nicht so mitgekriegt. Okay, dann stand sie wieder und dann habe ich gesagt, komm, jetzt setzen wir uns wieder hin und jetzt beten wir für den Heiligen Geist. Dann konnte sie es wieder nicht annehmen und dann, sie hat den Hund auch und den wollte sie einschläfern auch in der Nacht, weil sie wollte ja nicht mehr leben und dann wollte sie den Hund einschläfern lassen in der Nacht, also Zirkus. Also ihr seht, wie tief manche Menschen in der Depression sein können. Und dann zeigt mir der Heilige Geist, der Hund ist der Weg in dem Moment. Also bitte, ich habe auch schon bei meiner Katze erlebt, wie ich für sie bete, dass sie geheilt wurde und dann noch 12 Jahre gelebt hat, vollkommen gesund bis zum letzten Tag, nachdem sie epileptische Anfälle und Schlaganfall hatte. Also alles, aber von meiner Katze her wusste ich das. Aber jetzt in dem Fall, im Heiligen Geist durch den Hund, also gut, habe ich zu ihr gesagt, komm, du möchtest für den Hund beten, dass er gesund ist und nicht mehr leiden muss. Und er war eigentlich, also ich hatte ihn als gesund empfunden. In dem Moment habe ich direkt gemerkt, wie sie aufmacht. Der Hund war ihr wichtiger wie sie selber. Jetzt habe ich gesagt, und du kannst für ihn in der Sprache des Herrn beten. Also lass uns über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten. Ja, 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 will ich. Auf einmal wollte sie es. Ich war so dankbar. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich mit ihr angefangen zu beten und dann hat sie so ein bisschen mitgebetet und zwar noch ein bisschen zögerlich. Und dann sage ich, komm, jetzt bete allein. Dann hat die so 2, 3 Worte ganz alleine gebetet. Da war eine Kraft drin. Das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann hat die für ihren Hund da mit mir zusammen gebetet und danach auch noch das Abendmahl gegeben.
Sorry, also wirklich, ich habe ihr ein Stück Brot gegeben, dass sie es nimmt für einen Hund. Also, sie soll es nehmen und für einen Hund, ne? Damit die Heilung jetzt passiert. Und was tut sie? Gibt ihm das. Okay. Der Heilige Geist hat mich nicht eingebracht. Nein, das kannst du jetzt nicht machen, das musst du jetzt untersagen. Nein, das war alles im Flow mit dem Heiligen Geist. Also bitte nehmt das jetzt nicht als biblische Regel, okay? Aber der Hund ist heute noch gesund, nur das als abzuschließen. Und sie ist hier raus. Also wir haben dann noch ein bisschen gebetet und so, gar nicht mehr so viel. Sie hat sich noch so ein bisschen bei mir aufgetankt und so angekuschelt und so weiter. Alles gut. Sie ist hier raus, fröhlich, strahlend und der Hund schwanzwedelnd um sie herum. Und klar ist deswegen noch nicht alles jetzt rosarot. Aber sie wird begleitet von jemand ganz Lieben und er betreut sie wunderbar und steht ihr bei im Gebet auch. Und die wunderwirkende Kraft des Heiligen Geistes, die wunderwirkende Kraft Gottes, wirkt in ihrem Leben und erneuert. Okay, das ist für mich der Heilige Geist. Er erneuert permanent und heilt uns und bringt Neues hervor. Und das ist eine kräftigere Kraft, als wir meinen. Okay, Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, es ist eine der stärksten Bibelstellen, die mich am Anfang meines Glaubens wirklich, wirklich hineingebracht hat in, wow, da ist was, da passiert was. Mit dem Herrn ist Übernatürliches im Gange. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Okay? Hier haben wir Aufwecken, das ist die Auferstehungskraft Gottes. Und dann sehen wir auch in Philipper 3, Vers 10, Paulus hat es so schön formuliert, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wer kennt die Kraft von Jesu Auferstehung? Also diese Auferstehungskraft, die ihn aus den Toten hervorgebracht hat. Ha? Ich bin manchmal noch viel zu gefesselt wie Lazarus. Leider. Geht's noch jemand so? Nix. Er hat schon lange gesagt, du bist frei, steh auf, ro still rolling stones. Ich glaube, bei mir rollt da jeden Tag ein paar Steine weg. Aber es ist okay. Es geht vorwärts. Ihn erkennen. Mehr und mehr ihn erkennen, damit wir in dieser Kraft, in dieser Auferstehungskraft leben können. Für Paulus war das ganz, ganz klar. Diese Kraft wirkt in dir. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Er kann diese Auferstehungskraft, sie versetzt uns wirklich vom Tod, und da meine ich jetzt auch geistlichen Tod, da meine ich auch, oh, das Leben, ich bin so müde, ich bin so krank, ich bin so depressiv, ich möchte mich umbringen. Und das haben wir alle erlebt, hinein in das Leben, in das göttliche Leben. Es versetzt und sie wirkt. Und meine Lieben, wir können gar nicht dafür bitten, was Gott machen kann. Ich bitte schon gar nicht mehr. Also doch, tue ich schon, aber ganz ehrlich, ganz selten noch mit Worten, sondern fast immer nur mit der Zungensprache, mit dem Sprachengebet. Dann kommen die Dinge, die wirklich wunderbar sind, die völlig über meinen Verstand hinausreichen, die ich ja nicht verstehen muss. Ich muss sie doch nur empfangen, einfach nur empfangen, annehmen und empfangen, auch wenn ich es nicht verstehe, und einfach weiter auf Jesus schauen und gehen. Na? Das ist diese Wunder, diese Auferstehungskraft, die in uns wirkt. Genau. Gefällt euch das, die Auferstehungskraft in euch? Brauchen wir die? Brauchen wir alle, ne? Ich brauche sie auch. Das ist so wertvoll und so kraftvoll. Genau.
Und dann haben wir hier noch etwas mehr, über die Maßen mehr zu tun vermag. Es ist dieses Hyperperiseo im Griechischen. Weit über alle Maßen mehr. Es ist, du betest, dass dein Blutdruck vielleicht wieder normal wird. Okay? Weißt du, was er tut? Er bringt deinen Blutdruck in Normalmaß und der nimmt dir die Lust darauf, all die ungesunden Dinge zu essen oder so weiter, die deinen Blutdruck immer in die Höhe getrieben haben. Oder er holt dich raus aus der Situation, die dich ständig nervt und deinen Blutdruck explodieren lässt. Er tut mehr, als wir bitten. Erwarten wir das auch? Okay, sehr gut, das freut mich, wunderbar. Hier ist jemand, die glaubt es, die vertraut es und sie empfängt es auch. Halleluja. Es ist die wunderwirkende Kraft, die mehr zu tun vermag. Hyperperiseo, viel mehr als unser Verstand, unser Kleiner, sich ausmalen kann. Diese Kraft wirkt in uns. Ernst, wirkt sie auch in dir? Ah, schon, gell? Wirkt sie auch in dir, mein lieber Mann? Halleluja. Oh, er gibt uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das ist dann so eine richtige Fülle an Herrlichem. Wundervollem, die nie endet. Was tut der Heilige Geist noch mit seiner wunderwirkenden Kraft? Epheser 3, 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Okay? Das sehen wir nicht immer. Wir sehen nicht immer, dass da drin noch irgendwas so ein bisschen verkorkst ist. Wir sehen es manchmal, wenn wir mit anderen Menschen umgehen und die anderen Menschen uns so ein bisschen mit Ellenbogen behandeln oder nichts mit uns zu tun haben wollen oder so weiter. Oder wir Schwierigkeiten haben immer bei denselben Situationen. Dann ist mit unserem inneren Menschen, sind wir vielleicht ein bisschen schwach. Oder wir sind mutlos oder wir trauen uns nicht jetzt zu kündigen, es ist ja so unsicher und dann kriege ich keinen neuen Job mehr, aber hier werde ich geplagt und geplagt und geplagt, aber ich traue mich nicht zu kündigen. Bin ich dann stark? Nee, ich bin schwach. Ich bleibe da, wo es mir schlecht geht, anstatt dorthin zu gehen, wo der Herr mich führen möchte, ins Gute hinein. Weil ich Angst habe, weil ich nicht stark genug dafür bin. Und er möchte uns aber stärken in uns. Er stärkt dich am inneren Menschen mit dieser wunderwirkenden Kraft. Du wirst mutiger und sicherer. Kennt es jemand? Also ich bin viel mutiger geworden. Und selbst, nicht selbstsicherer, sondern sicherer im Herrn. Die Selbstsicherheit, die nur auf unser Können basiert, die hat sich aufgelöst. Die brauchen wir nicht mehr. Und das ist ganz spannend, manchmal tritt man heraus aus all seinen Fähigkeiten hinein in die Fähigkeiten, die man gar nicht wusste, dass man sie hat. Das ist der Heilige Geist. Und das habe ich schon so schön erlebt. Ich wünsche mir das für jeden, weil er hat mehr für uns als das, was wir irgendwann in der Schule gelernt haben oder beruflich können. Geht aufs Wasser hinaus. Okay? Also, auch unser Selbstschutz, unsere Schutzmauern werden überflüssig, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Ich hatte ziemlich massive Schutzmauern aus meiner Kindheit aufgebaut. Der Heilige Geist hat die einfach abbröckeln lassen, wie die Mauern von Jericho. Sie sind so einfach abgebrochen, zusammengebrochen, eingefallen. Seine Kraft bewirkt das. Was ist es? Nicht wir müssen uns schützen, er schützt uns. Das Blut Jesu schützt uns. Schutzmauern, die wir selber aufbauen, bringen uns nicht weiter, das wissen wir selber, sie schützen uns, aber sie bringen uns nicht weiter, weil wir kommen nicht in die Fülle des Lebens, das Gott für uns hat. Und darum lassen wir doch lieber den Heiligen Geist unseren inneren Menschen stärken, freisetzen, stärken, Vertrauen geben, dass wir mutiger sind, liebevoller sind, das habe ich erlebt, oh je, je, da könnte ich euch Stories erzählen, verständnisvoller werden, für unsere Kinder zum Beispiel, je, je, je. Was war ich hart mit meiner Tochter? Jetzt habe ich viel mehr Verständnis für sie. Ja, sie ist sehr dankbar dafür, dass ich nicht mehr die strenge Mama bin, sondern die liebende. Aber ich weiß, ihr seid alle liebende Mamis und Papis.
Ich war halt auch kein Christ zu der damaligen Zeit, als sie Kind war. Okay, gehen wir ein Stück weiter. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Also das ist Delia, Feigheit. Ist jemand noch feige hier? Nee, gell, sind wir alle nicht mehr. Schüchternheit? Ist jemand noch schüchtern? Also Gott hat keinem von uns Schüchternheit gegeben. Okay? Ängstlich. Wer ist noch ängstlich? Genau. Ich bin es auch manchmal. Dann, wenn ich allein bin, dann stelle ich noch einen Stuhl vor die Eingangstür, dass, also in der Nacht, über Nacht allein bin, damit, wenn ein Verbrecher reinkäme, ich beim Fenster entfliehen könnte. Furchtbar. Aber ganz ehrlich, er wirkt in meinem inneren Menschen, der Heilige Geist, und es wird besser werden. Es wird besser. Es kommt noch aus meiner Kindheit, wo ich mit einem langen Messer im Bett geschlafen habe, damit mir ja niemand etwas tun kann. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen witzig an, aber nun ja, ist so. Sorry, es ist so. Wir haben halt im Parterre gewohnt und es hätte ja jederzeit jemand beim Fenster reinkommen können. Es sind so diese Kindheitsängste von mir, hat sonst keiner. Aber er hat uns diesen Geist nicht gegeben. Und da arbeitet er dran. Und Mutlosigkeit, wer ist manchmal entmutigt? Ja, sitzen wir doch alle im selben Boot. Manchmal möchte man aufgeben. Man hat die Kraft nicht mehr, den Mut nicht mehr, irgendwie noch weiterzugehen. Ich habe mir mal dann Never Give Up als Bildschirmschoner in mein Handy reingesetzt, damit ich ja nicht aufgebe. Ja, es hilft uns, denn der Heilige Geist stärkt uns, nicht aufzugeben, weiterzugehen, nicht mutlos zu werden. Denn wir haben bekommen einen Geist der Kraft. Okay? Wunderwirkend, mächtig, stark. Es befähigt uns, die Dinge zu tun, die Gott in unser Leben hineinlegt. Der Liebe. Wow. Und nicht irgendeiner Liebe, sondern Agape. Die göttliche Liebe. Die ist so wunderschön. Also, oh, es gibt wirklich nichts Schöneres. Da kommt keine menschliche Liebe hin. Aber diese Liebe zu erleben, und diesen Geist hat er uns gegeben. Und der Zucht. Also es heißt in der Schlachter tatsächlich, und der Zucht. Seid ihr da schon mal drüber gestolpert? Okay, jetzt haben wir wieder den züchtigenden Gott. Gell? Er gibt uns auch noch einen Geist der Zucht. Soll ich euch mit was Gutem überraschen? Luther hat es schon ganz gut übersetzt mit Besonnenheit. Und Besonnenheit ist schon die Zusammenfassung des Ganzen. Denn, jetzt haben wir die nächste Chart. Es ist Sophronismus. Es kommt nur einmal vor, aber genau in dem Zusammenhang mit Zucht bedeutet es eben, er hat uns einen Geist der Klugheit und Umsicht gegeben. Klugheit und Umsicht. Wenn wir klug handeln, dann bringt uns das in die richtige Richtung. Das könnte man dann als Zucht bringen, aber es ist eben der Geist der Klugheit und Umsicht, der Geist der Besonnenheit, der bei uns bewirkt ein kluges und der Situation angemessenes Verhalten gemäß Gottes Willen. Das ist der Geist der Zucht. Also nicht wie im Deutschen, ich züchtige dich. Wir haben im Deutschen übrigens ganz generell manchmal so ein ganz negatives Bild von Worten. Raus damit. Wirklich, geht in die biblische Wahrheit hinein. Gnade ist so ein Wort. Dadurch hat mich der Feind jahrelang von Gnade abgehalten. Gnade überhaupt auch nur anzuschauen. Es ist im Deutschen einfach ein eher negatives Wort. Also speziell jetzt im Deutschen in Deutschland. Ich bin dir gnädig gesinnt, du Kleine. So von oben herab. Gnade. Was ist das schon? Ne? Und ich wollte, Gott hat mir jahrelang gesagt, kümmere dich um die Gnade, lies sie. Ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann, Gott sei Dank, hat er mich hierher gebracht durch meinen Mann.
Und hier kam es wie so. Ja, genau, juhu. Ja, das kommt dann schon der richtige Zeitpunkt. Aber ich hätte mir ein paar Jahre Ärger ersparen können, wenn ich Gnade gleich verstanden, also gleich mehr angenommen hätte. Aber da, das war das Wort. Das Wort Gnade hat mich einfach so abgeschreckt, dass ich nichts damit zu tun haben wollte. Und hier ist es mit Zucht genauso. Zucht, ich weiß nicht, warum wir das in der Schlachterbibel stehen haben. Es ist nicht das richtige Wort im Deutschen. Es ist Besonnenheit. Luther hat es wirklich sehr gut übersetzt. Sophronismus. Also, wenn ihr nächstes Mal diese Bibelstelle 2. Timotheus 1, 7 lest, setzt anstatt Zucht Besonnenheit ein, falls ihr es nicht in der Lutherbibel lest. Okay? Hilft euch das etwas weiter? Sehr gut. Dann gehen wir nochmal zu 2. Timotheus 1, 7 zurück. Der Liebe. Er hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Das ist für mich ganz was Kostbares. Dann können wir gleich zu Römer 5, 5 springen. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die Liebe, Agape Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist diese göttliche Liebe. Sie gibt uns die Gewissheit, wie geliebt wir von ihm sind. Es ist eine Liebe, die alles übertrifft, was wir an menschlicher Liebe, und selbst wenn wir über beide Ohren verliebt sind in unseren Ehepartner oder sonst etwas, oder an Mutterliebe zu ihrem Kind, es übertrifft alles. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir in seiner Liebe ewig leben können. Also diese Liebe, man, es gibt so ganz kostbare Momente, wo ich sie total tief erlebe und sie verändert einfach alles. Es ist nicht so meine Liebe, die so begrenzt. Also wenn ich nach meiner Liebe leben müsste, die armen Menschen um mich rum, also wirklich. Es ist Gottes Liebe. Und sie hilft aber mir auch so viel. Also er hat sie durch den Heiligen Geist großzügig verteilt. Also nicht ausgegossen und du hast einen Tropfen davon bekommen. Und ich ganz viel? Nee, jeder hat ganz viel gekriegt. Ekeo heißt reichlich verteilt, großzügig verbreitet. Okay, muss ja einfach nur anschauen, die ist in dir. Lass sie wirken in dir, lass sie sich ausbreiten, lass den Heiligen Geist einfach wirken. Es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk und es ist, verändert einfach alles. Genau. Dann, es erneuert alles und bringt Neues hervor. Es geht eins zu eins mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht unsere Liebe, die stärker werden muss, um unsere Nächsten zu lieben, sondern einfach nur den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen, dass das, was wir schon reichlich bekommen haben, einfach wirken kann durch uns. Ich glaube, also ein paar wissen es jetzt vielleicht nicht, aber als meine Tochter 17 Jahre alt war, verfiel sie den Drogen, weil ich auf der Bibelschule war. Hatte sie nicht so direkt eine Überwachung über sich und sie verfiel innerhalb von ganz kurzer Zeit, ein paar Wochen, aber so den Drogen, sie sah aus wie eine Leiche, die da rumläuft. Weiß, schwarze Augenringe, bösartig gegen alles, was auch nur annähernd von mir kam. Und ich musste dann die Bibelschule, ich musste weg, musste zu ihr kommen wieder und musste schauen, dass ich da mein Kind wieder irgendwie... Und jetzt würde ich so aus meiner Art heraus, sehr lösungsorientiert, sie, die sagen, so musst du es machen und so musst du es machen und so und das darfst du nicht mehr machen und das darfst du auch nicht mehr machen und dann schaffst du das schon wieder ohne Drogen. Und was glaubt ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Keinen einzigen Ratschlag mehr? Schenk ihr einfach meine Liebe. So, ich hatte ja keine Liebe mehr für sie. Also ich war wirklich stinkesauer auf mein Kind. Und dachte ich, ja, also das sind dann sehr schwierige Momente, die ich mit dem Herrn habe.
wenn er mir so einen Auftrag gibt. Ich habe natürlich hauptsächlich an meine Liebe gedacht, die ich für sie habe, die nicht mehr da war in dem Moment. Mutterliebe nicht mehr da. Weil ich, also sie hat wirklich ein bisschen in mein Leben eingegriffen mit ihrer Aktion. Gleichzeitig natürlich wollte ich sie nicht verlieren und habe mich dann an den Herrn gehängt und seine wunderwirkende Liebe einfach wirken lassen. Diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe. Und die ist wirklich durch mich geströmt. Also sie ist tatsächlich durch mich zu ihr geströmt. Das Mädchen war innerhalb von 3 Monaten von diesen Drogen wieder frei. Und alles, was so an Verletzungen in ihr war, ist über die Jahre geheilt. Sie hatte dann auch noch später das Borderline-Syndrom bekommen. Und ich dachte mir, das kann ja jetzt gar nicht sein. Also sie hat Jesus in ihrem Leben, sie ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe gesagt, also Borderline, was soll das denn jetzt? Das passt ja nur jetzt gar nicht. Aber ab dem Moment, wo sie eigentlich diese Diagnose hatte, ab dem Moment begann Heilung in ihrem Leben. Sie hatte so einen ganz knallharten Fimmel. Also wenn man was verrückt hat, muss das sofort wieder in diese, genau in diese Ordnung hinein. Wenn das nicht in dieser Ordnung wieder war, also völlig, völlig übertrieben, dann hat sie sich wieder angefangen zu ritzen, also Borderline mit Ritzen und all so Zeug. Und immer wieder knapp am Selbstmord. Und Gott hat immer noch gesagt, du gibst dir keine Ratschläge, sondern nur Liebe. Und in meiner großen Verzweiflung, ich habe sie wirklich ihm abgegeben, weil ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte mit ihr. Also ich meine, ich bin kein Arzt, ich habe sie zum Psychiater geschickt, das hat, also zum Psychologen, das hat alles, Psychoanalyse und so Zeug, es hat alles nicht geholfen. Sie ist immer wieder rausgestiegen. Also all dieses Menschliche hat nicht geholfen. Und ich habe mir gedacht, ja, also weißt du, sie ist dein Kind, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich war einfach nur da für sie, immer nur Liebe, immer nur Verständnis haben, immer zuhören und nicht reden. Eine meiner schwersten Übungen in meinem Leben. Warum lachen jetzt alle? Okay, also, was ist dann passiert? Ich dachte mir, sie wurde immer älter, 30 und so, und hatte dann auch noch Schwierigkeiten mit Beziehungen und so, und dachte ich mir, meine Güte, das arme Kind. Und dann habe ich zum Herrn gebetet, also weißt du, jetzt wäre es langsam Zeit, dass sie mal einen netten Mann, einen Mann mit einem echten Herzen nach dir, einen Mann, der ein Herz hat für sie auch, der sie liebt. Ich bin nicht immer da, ich war hier und sie war ist in Bayern und habe da gebetet, dass wirklich der Heilige Geist hier Wunder wirkt in ihr und in ihrer Beziehung und in ihrem Leben, was auch immer kommt. Und tatsächlich, sie hat sich von allem diesem Kram da gelöst, die ihr nicht gut getan haben, die sehr, sehr böse und bösartig auch mit ihr waren, immer wieder. Und sie ist jetzt verlobt, hat einen so lieben Mann, dass selbst ich, wenn ich noch mal jung wäre, gar nicht so abgeneigt wäre. Ein ganz, ganz lieber Mann. Einfach lieb. Der ihr gut tut, der Verständnis für sie hat, der sie auf Händen trägt und mit ihr durch dick und dünn geht. Ich bin so dankbar. Das ist die wunderwirkende Kraft Gottes. Erwartet ihr solche Wunder? Halleluja! Also, ich habe es erlebt und ich erlebe noch, ich werde noch viel mehr erleben. Okay. Letztens habe ich das, ich glaube, wir müssen uns beeilen. Okay, ich halte euch viel zu viel auf. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Markus 14, 23 bis 24. Dieses Vergießen finden wir auch im Abendmahl. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Da verstehen wir es. Und genauso ist es mit der Liebe. Es ist vergossen, es ist ausgegossen in uns hinein. Und jetzt in Titus 3, 4 bis 7 sehen wir, er erneuert. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist erneuert. Was vergangen ist,
ist vergangen. Er denkt nur an die guten Dinge, wie es dann ausgegangen ist. Er erneuert. Meine Wunden der Kindheit und Verletzungen sind weg. Ich spüre sie noch manchmal, wenn so ganz diffuse Situationen mit meiner Familie sind. Aber es ist nur, ich spüre, da war mal was. Jetzt wirkt der Heilige Geist. Und ich stehe ganz anders da. Er erneuert, erneuert. Er macht etwas neu. Das schauen wir uns, also Anakainosis, schauen wir uns kurz an. Einen Prozess vervollständigen. Gott hat, als er euch geschaffen hat, einen Prozess begonnen. Jesus hat uns erlöst vom Fluch. Und diesen Prozess vervollständigt er jetzt. Das ist dieses Erneuern im Geist. Etwas wird völlig neu. Also es wird nicht so ein bisschen wieder geflickt. Es wird völlig neu. Unsere Seele, unser ganzes Sein, unsere Wunden, alles, was in uns ist, es wird völlig neu durch Gottes Kraft. Und ich habe das erlebt und ich bin so dankbar, dass der Herr hier Befreiung schenkt von diesen Schmerzen, auch ohne Vater aufgewachsen zu sein. Und manche sagen, bist du da nicht verärgert mit deinem Vater und so weiter? Bin ich überhaupt nicht, sondern ich sehe meinen leiblichen Vater als etwas ganz Wertvolles und Kostbares. Er hat mich immerhin gezeugt, auch wenn er es gar nicht wollte. Es macht überhaupt nichts und dadurch bin ich auf dieser Welt. Und das ist gut. Und ich finde, ich habe einen ganz interessanten Vater, aber immerhin Kriminalhauptmeister und ich liebe Krimis und ich liebe diese ganzen Sachen und hey, ich habe irgendwo, bin ich stolz auf meinen Vater. Auch wenn er mich nicht wollte. Ja, nu, es macht doch nichts. Das ist die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Da musste ich zu keinem Psychoanalytiker gehen, das hat der Heilige Geist ohne Zutun einer Seelsorge oder sonst irgendetwas gewirkt. Ohne, dass ich da groß gebeten habe darum. Es passiert einfach. Also was gestern falsch gelaufen ist, bekommt eine völlig neue Entwicklung, die durch Gottes Kraft erreicht wird. So leben wir. So sollten wir den Tag beginnen und beenden und zwischendurch beim Mittagessen nochmal dran denken. Was jetzt gerade falsch gelaufen ist, so wird es nicht enden. Er macht etwas neu. Es entwickelt sich neu. Es bewegt sich. Es ist in seinem Fluss. Der Heilige Geist fließt. Das ist das Wunderbare. Ja, ich liebe es. Und ich, wenn ich es nicht bei mir selber schon erlebt hätte, so mächtig und kraftvoll, wüsste ich gar nicht, von was ich hier rede. Aber es ist so. Ich weiß, dass ich weiß, er bewirkt Neues. Er flickt mich nicht wie menschliche Ärzte, sondern er erneuert, er macht etwas völlig, völlig Neues. Genau, dann können wir gleich zu Römer 15, 13 gehen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt, hier haben wir wieder Periseo, über das erwartete Maß hinaus, in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also in was soll man überströmen? Im Erwarten, also das ist Elpis für Hoffnung, im Vertrauen auf Gott und in der Zuversicht, dass seine Kraft wirkt und alles verändern kann, jetzt sofort, ohne dass du was dazu tust. Wir können wie Abraham schlafen. Er wirkt. Wir sind in seinem Bund, den er mit Jesus gemacht hat. Wir können einfach schlafen. Wir können dabei einfach Freude haben. Das haben wir heute von Pastor Erich auch schon gehört. Einfach Freude haben. Einfach vertrauen. Es wird schon, wird alles gut werden. Das gibt uns Kraft. Das gibt uns richtig, wir stehen hier. Hey, es liegt doch nicht an uns. Nicht an unseren Fähigkeiten. Ich muss nicht den nächsten Sprachkurs machen, um dies und jenes zu schaffen. Nein, er macht es. Ich muss auch keinen Kommunikationskurs machen, um besser mit meinem Ehemann reden zu können. Es reicht, wenn wir aufs Wort schauen. Das in der Bibelschule habe ich das Fach Kommunikation ja, als PR-Berater gehört es dazu. Und Gott hat mir von Anfang an gezeigt, es geht nicht um die Methoden, die man so macht in der Kommunikation,
sondern er hat mir gezeigt, was in seinem Wort darüber steht. Und das kommt dann rüber. So kommunizieren wir. So viel einfacher. Ich sage es euch, so viel einfacher. Müsst ihr die Bibelschule dazu besuchen, um das zu hören. Okay, also wir haben kein zaghaftes Hoffen und keine schwankende Zuversicht, sondern eine sichere Erwartung. Darüber habe ich auch schon einmal gelehrt, was das bedeutet. Und hier können wir die wunderwirkende Kraft Gottes wirklich erwarten. Und du gehst in dieser Kraft. Es ist in Römer 15, 18 bis 19. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Hallo, er wirkt. Und wir reden nur über das, was er gewirkt hat in uns. Das ist stark. Um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, genau. Wir plappern nicht irgendein Zeug, sondern wirklich was Wunder, welche Wunder Gott gewirkt hat, Christus gewirkt hat. Durch Wort und Werk. In der Kraft, also in Gottes wunderwirkender Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. Sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Keiner von uns muss jetzt hier die Bibel auswendig lernen, um jemanden von Jesus zu erzählen. Erzähl aus deinem Leben. Zeig, was er in dir gemacht hat. Das sind die wunderwirkende Kraft. Du lebst in dieser Kraft. Es ist nicht was, was ich nur durch Gebet bekomme. Ihr habt es schon. Es geht einfach darum, es wirklich auszupacken, aktiv zu nutzen, aktiv damit zu leben. Nicht irgendwo an der Wand. Oh, ist ganz nett, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Ja, ja, er macht schon irgendwas. Nee, er macht Wunder, er wirkt Wunder permanent. Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Lebendig, zoopeo, er beflügelt dich mit göttlichem Leben. Halleluja, es ist nicht so ein irdisches, irgendwas Leben. Es ist göttliches Leben und damit beflügelt er dich. Und die Worte, die er redet, sind Geist und sind Leben. Also das ist Gottes selbst existierende Leben. Und das ist nachhaltig und es ist dauerhaft, es ist permanent da. Und zum Schluss schauen wir uns noch an die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das war ja der Titel. Da gehen wir in 2. Korinther 13, 13 hinein. Die Gnade, und da haben wir es wieder, des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Okay, diese Gemeinschaft ist Koinonia. Und wir haben hier, das ist die Chart auch dazu, bedeutet Partnerschaft. Sind wir Partner mit dem Heiligen Geist? Schon, ne? Oder ist er irgend so eine Instanz, so was Diffuses irgendwie? Nein, genau. Partnerschaft, er ist die mitwirkende Hilfe. Er wirkt mit, es ist diese Gemeinschaft. Er wirkt in unserem Alltag mit uns mit. Okay? Er nimmt Teil an unserem Leben. Teilnahme, und es ist die geistliche Partnerschaft. Unsere Partnerschaft mit dem Geist Gottes, die macht unser Leben erst wirklich wundervoll. Ich habe das Glück gehabt, ihr kennt alle Pastor Ray Bevan? Er war, als ich gerade mal ganz kurz Christ war, in München in meiner Gemeinde als Gastsprecher. Und ich sage euch, er hat ein Verständnis gehabt, er hat damals schon seinen Song gesungen, den er hier auch immer singt. Er hat damals ein Verständnis rübergebracht vom Heiligen Geist als Person, das mir mein ganzes christliches Leben dann geholfen hat. Ganz anders, wirklich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Er ist nicht einfach irgendwas Diffuses, er ist eine Person, mit der ich Gemeinschaft habe. Und das bringt einen in ein anderes Level von Leben hinein. Es ist passiert etwas in dieser Gemeinschaft, nämlich er wirkt in uns Wunder und durch uns durch Wunder. So, habt ihr manchmal so das Gefühl, ihr erlebt das alles nicht? Schon, gell? Genau. Dann schauen wir uns doch an, genau, Philipper 2, 1 bis 2.
Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, also die von Paulus, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Dieses Ermahnen ist nochmal so ein Wort wie Zucht. Okay, wisst ihr das schon? Paraklesis, also Parakletos ist das Wort auch für den Heiligen Geist als Helfer. Und so dürft ihr das auch hier sehen. Es heißt Ermutigung und Trost und nicht Ermahnung. In diesem Sinne lest dann Philipper 2, 1 bis 2 in Zukunft. Gibt es nun bei euch Ermutigung und Trost? Ermutigen wir uns oder ermahnen wir uns? Du darfst das nicht mehr tun. Okay. Was machen so manche mit dem Gesetz? Wenn du das, dann, ja, du kannst ja nichts haben mit dem Herrn, weil du bist ja noch und so. Ich dürfte also laut charismatischen Christen nicht mehr heiraten, so, weil ich schon einmal verheiratet war. Wie gesetzlich ist das denn? Und da braucht man dann wirklich den Heiligen Geist, der einen in einer gesetzlichen Gemeinde, in einer charismatisch gesetzlichen Gemeinde, heraushebt aus diesem Gesetz hinein in seine Wahrheit. Und er hatte mir, und das hat er mir persönlich gesagt, ich habe einen Mann für dich. Und dann sage ich das, ja, das geht gar nicht, du bist in der Sünde dann und es geht überhaupt nicht. Und ja, nu, aber wenn Gott das so zu mir sagt, bleibe ich bei ihm. Sein Geist wirkt in mir. Und mir war es Gott sei Dank dann egal, was die anderen gesagt haben. Ich blieb bei meinem Gebet und bei dem Segen für meinen zukünftigen Mann. Und jetzt sitzt er ja auch da. Jetzt haben wir ihn ja hier. Und dann, wo bringt er mich hin? Hier in die Schweiz, in diese Gemeinde. Weil er hier gearbeitet hat. Das ist Segen. Das nenne ich Freiheit. Und das ist auch Ermutigung und Trost und nicht Ermahnung. Und das ist göttlich. Und das kommt durch die Gemeinschaft des Geistes. Also bitte, Philipper 2, hier aufpassen bei dem Wort Ermahnung. Genau. Dann lesen wir noch 2. Korinther 4, 18. Schau nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So, das ist ganz wichtig. Schau nicht auf deine Situationen, das sage ich immer wieder. Schau nicht auf die Situation, wie sie gerade ist. Es bringt dich nicht weiter. Es verheddert dich in der Situation. Schau auf das, was wir jetzt gerade alles angeschaut haben, auf diese wunderwirkende Kraft. Schau auf diese mächtigen Taten. Schau, was der Heilige Geist bewirkt und mit was ausgegossen ist in uns hinein, was durch uns wirkt und in uns wirkt und uns erneuert, jeden Tag neu. Das Alte ist vorbei, das Neue kommt tief hinein. Auf das soll man schauen, auf das Unsichtbare, auf das Übernatürliche, auf das Göttliche und nicht auf das, was wir sehen. Und unser Verstand sagt, ja, das geht so nicht. Nix, es geht alles mit dem Herrn. Und zwar noch viel mehr, als wir uns überhaupt nur vorstellen können. Denn das ist ewig, das Unsichtbare. Und es wirkt in uns, es ist ausgegossen in uns hinein. Es ist eine völlig neue Perspektive. Das finden wir sogar in der Glaubensgalerie in Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Das ist diese Furcht, von der ich vorher mal gesprochen habe. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Sehen wir den Heiligen Geist, als sähen wir ihn in unserem Leben. Das möchte er. Dann können wir ein ganzes Volk dorthin führen, wo der Herr gesagt hat, dass es hin soll. Dann haben wir keine Furcht mehr vor mächtigen Menschen,
Denn Gottes Macht ist stärker in uns und wirkt stärker durch uns. Und wir lassen uns nicht verunsichern, sondern wir sind zuversichtlich. Also schauen wir auf den Unsichtbaren, auf Jesus. Schaut nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was hier ist. Darum liebe ich dieses Getragen auf Adlers Flügeln so, habe ich ja schon oft erzählt. Du hast eine weite Perspektive, eine himmlische Perspektive. Und all die Situationen unten sind ganz klein, ganz winzig. Je weniger du dich um die Situation kümmerst mit deinem kleinen menschlichen Verstand, und wenn du auch ein IQ von 150 hast, ist völlig egal. Und umso mehr du hier aufs Unsichtbare schaust, auf den Unsichtbaren und auf das Unsichtbare, das im himmlischen Bereich ist. Du erlebst Wunder über Wunder. Wir haben in den letzten Jahren ein Versorgungswunder erlebt, schlechthin. Und vielleicht erzähle ich es euch einmal, aber es ist ein einziges Wunder, wie der Herr wirkt. Wenn wir nicht mehr können, dann hat er endlich den Freiraum zu wirken. Und es war nicht in unserer menschlichen Möglichkeit, hier viel zu tun. Aber der Herr fügt Situationen zusammen, die dann genau das bewirken. Dass es sehr, sehr gut rauskommt. Dass etwas Kraftvolles passiert. Was ich nicht gebeten habe, nicht bitten konnte. Und es passiert trotzdem. Also verschieben wir auf ein anderes Mal. Wir sehen uns ja wieder im Februar. 2. Februar sehen wir uns wieder. Und dann schauen wir mal, was der Herr dann alles hat für uns. Okay, also wirklich, wir schauen, wir halten uns an den Unsichtbaren. Mose hat sich an ihm gehalten. Glaubt mir, ich habe mich schon oft einfach in den Thronraum geistlich gesehen begeben und mich an ihn geklammert, weil ich hier unten nicht mehr wusste, was ich jetzt machen soll. Ein paar Minuten. Und ich komme hier wieder in mein Ich, in mein Leben hinein. Und das ist, irgendwie verändert sich alles. Also erstens geht es mir besser und zweitens verändert sich alles. Das ist die wunderwirkende Kraft des Heiligen Geistes. In uns und in jeder Situation. Wenn ihr es nicht erlebt bis jetzt, ergreift die Fülle dessen, was schon ausgegossen ist auf euch. Wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, noch zu wenig davon zu haben, nehmt es. Nehmt es wirklich in euch hinein. Und jetzt können wir das Schlussbild noch machen. Richte deine Gedanken auf das, was droben ist, auf Christus, der zur Rechten Gottes sitzt. Denn Gottes allmächtige, wunderwirkende Kraft, die in dir, in wem ist sie aller? Zeig mir auf dich, in, genau in mir. Die in dir ist durch den Heiligen Geist. Was gibt sie dir? Autorität und Zuversicht. Wirkt in dir die Fähigkeit und Fülle, Wundervolles zu erleben, in dir und durch dich. Das ist das, was der Herr möchte. Es ist eigentlich ganz normal, oder? Für Gott ist es was ganz Normales, das Wunderwirken. Er ist ein Wunder, er ist die Wunderkraft, es ist seine Kraft, es ist Gottes Omnipotenz. Potenz, Allmacht. Ist euch überhaupt klar, was Allmacht bedeutet? Allmacht. Der macht Schnipp und deine Situation ist in der nächsten Minute anders, als sie vor einer Minute war. Und das ist nicht nur so für einen Moment, sondern es hat eine Auswirkung, weil Gott hat alle Dimensionen in seinem Blick. Er hat die Vergangenheit, er hat die Zukunft, er hat die Gegenwart, er hat dich, dich und dich. Und wie wirkt es jetzt zusammen, dass das alles sehr gut wird? Das ist auch die Antwort, warum manchmal Gebete bei uns noch nicht oder gar nicht erfüllt werden. Weil sie nicht Sinn machen für den Herrn. Er hat viel mehr zu tun mit, er möchte uns viel mehr geben. Viel, viel mehr. Darum ist das beste Gebet, das du beten kannst, Sprachengebet. Denn das sind die Geheimnisse vom Herrn, die du betest. Du betest seinen Willen und dann lass dich doch einfach überraschen. Nimm es einfach entgegen, was so kommt und genieße es. Halleluja. Und das war das, was ich heute auf dem Herzen hatte für euch. Ich möchte noch
beten für euch. Ich hab's. Ja. Es ist wirklich wie, als wenn der Herr möchte, dass wir uns einfach zurücklehnen und von ihm noch mehr erfüllen lassen mit allem wunderwirkender Kraft, die wir brauchen, mit seinem Geist der Liebe und mit allem, was wir für den Alltag brauchen. Empfangt es einfach, nehmt es einfach aktiv in Empfang. Halleluja, danke Jesus. Du bist unser Retter und Hohepriester. Ich danke dir, Herr, dass du uns deinen Geist, die Kraft aus der Höhe gesandt hast. Ja, wir versinken vollständig in dieser Kraft. Danke, dass sie uns umhüllt und umgibt und in uns eindringt und durch uns wirkt. Halleluja. Sie ist die wunderwirkende Kraft direkt vom Himmel, direkt von dir, direkt von deinem Thron. Sie wirkt in uns. Es ist deine Allmacht, die in uns wirkt, die permanent, gegenwärtig, zukünftiges und vergangenes sofort jetzt in Gutes hinein bewirkt, in deinem Plan. Ich bitte dich, dass jeder, der dieses Gebet hört, also auch alle, die online dabei sind, dich, Jesus, immer besser kennenlernen und so die mächtige Kraft, die dich, Jesus, von den Toten auferweckt hat, dass es jeder an sich selbst erfährt. Ich danke dir dafür. Und ich preise dich, dass niemand hier alleine gehen muss, sondern der Heilige Geist wirklich in jedem Einzelnen jetzt mächtig wirkt und durch ihn wirkt. Im Alltag, jede Situation berührst du. Du veränderst sie. Du bist ausgegossen, mächtig. Liebe, Zuversicht, Kraft kommen in Existenz und bewirken Wunder, die auf dich zeigen, Jesus. Halleluja. Ich möchte, dass diese Auferstehungskraft jeder am eigenen Leib erlebt, in sich, dass Neues geformt wird. Das Tote fällt zurück und Neues kommt hervor. Danke, Jesus, für die Kraft, die du nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit gibst. Das ist eine Fülle, die nie endet. Nie endet. Es ist eine Kraft, die in jedem Einzelnen, der an dich glaubt, wirkt. Halleluja. Ich bete, dass jeder Einzelne hier gestärkt wird durch den Geist, innerlich, im inneren Menschen, in allem, was sein Denken, sein Verstand und so weiter betrifft, das Herz, dass alles neu wird und gestärkt wird. Egal, welche Herausforderung sich gerade auftürmt wie ein Berg. Halleluja. Deine Macht und Stärke in uns, die durch den Heiligen Geist wird, reicht weit, weit über diese gegenwärtige Situation hinaus. Es ist Hyperperisseo, sie ist über alle Maßen mächtig. Es ist deine Kraft, Halleluja. Und sie verändert alles, ein für alle Mal. Das Alte kommt nicht zurück, Halleluja. Wir können loslassen, einfach loslassen und es dir geben. Und du wirkst alles neu. Du erneuerst es, du klebst es nicht, sondern du erneuerst es. Du machst etwas völlig Neues. Ich danke dir, dass Herzen berührt werden. Ich danke dir, dass hier Neues entsteht. Ich danke dir, dass Wunden heilen, innerlich und äußerlich. Halleluja. Ich danke dir, dass du Neues machst. Neu. Halleluja. Du bist der Gott der Hoffnung und gibst uns über das von uns erwartete Maß hinaus. Du gibst uns Erwartung, Vertrauen und Zuversicht. Wir können darin leben und auf deine wunderwirkende Kraft, Heiliger Geist, können wir vertrauen. Du wirkst in uns in einer Fülle, die noch nie da gewesen ist. Es ist jetzt die Zeit, wo Zeichen und Wunder auf Jesus noch mehr hinzeigen. Wo Zeichen und Wunder geschehen, wir preisen dich dafür, dass sie durch uns durchgeschehen, wo wir stehen und gehen, in der Arbeit, in der Familie, in den Ferien, in der Gemeinde. Halleluja. Danke, Herr, für deinen Heiligen Geist, den Geist der Kraft, der Liebe, der Agape-Liebe, dieser göttlichen Liebe und den Geist der Besonnenheit, der sich jetzt in jedem Herzen ausgießt und großzügig ausbreitet. Halleluja. Und in jedem die Gewissheit gibt. Er ist geliebt von Gott, dem Vater, von dir. Deine Liebe ergießt sich jetzt in jedem, überströmend, überfließend, sodass die Liebe jeden erfüllt, von Kopf bis zur Zehenspitze. Deine Liebe
Oh, die keine Bedingungen kennt, die grenzenlos ist, unlimitiert. Diese Liebe ergießt sich jetzt in jeden Einzelnen, der dieses Gebet hört. Halleluja. Ich danke dir. Und dein Geist bewirkt jetzt, dass jeder umsichtig und klug handeln kann. Danke für diese geistliche Unterstützung, für dieses mitwirkende Hilfe. Das ist die Gemeinschaft, die wir brauchen. Ich bete, dass jeder hier täglich die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erfährt, und zwar in göttlichem Maße, in deinem Maße, so wie du es dir vorstellst, Herr. Halleluja. Und die Wirkung der erneuernden Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Halleluja, ich danke dir. Es kommt eine neue Entwicklung hinein in jeden Einzelnen. Neue Dinge kommen hervor, die über das normale Verständnis hinaus wirken. Halleluja. Wenn du unsichere Situationen hast, Halleluja, ergreife jetzt einfach alles, was der Herr geben möchte, was er durch dich wirken möchte. Es ist die Dynamis, es ist diese Kraft, die Wunder wirkt. Mit seiner Gemeinschaft wirkt sie Wunder in deinem Umfeld, in deinem Leben und in deinem Umfeld, in deiner Arbeit, in allem, was auf dich zukommt. Geh mutig hinein, zuversichtlich in die Situationen hinein. Bleib nicht aus Bequemlichkeit irgendwo stehen, sondern geh hinein in die Situation. Er trägt dich, er führt dich durch, er wirkt Wunder. In dem Moment, wo du aufs Wasser gehst, wirkt er Wunder. Du gehst nicht unter. Schau auf ihn. Halleluja. Er verändert die Situation. Er stärkt dich innerlich, dass du mutig und zuversichtlich sein kannst. Oh ja, Jesus, wir richten unsere Gedanken auf dich. Wir schauen in den Thronsaal. Du sitzt zur Rechten Gottes und wir sitzen mit dir zur Rechten Gottes. Halleluja. Wir schauen auf dich. Wir schauen unsere Situationen an von deiner Perspektive. Du hast alles vollbracht am Kreuz und es ist bereits erledigt. Danke, dass wir in dieser Zuversicht leben dürfen. Danke, dass die Gnade mit uns ist, mit jedem Einzelnen, der jetzt gehört hat, dass er geführt ist von der Gnade. Danke, dass die Gnade uns leitet und führt und dass wir deine wunderwirkende Kraft erleben dürfen. Mehr und noch größere Wunder und Zeichen, als wir sie bis jetzt gesehen haben. Ich danke dir dafür, dass du sie erfüllst, dass du sie wirkst und wir einfach erstaunt und dankbar jubeln von deinen Wundern berichten dürfen. Halleluja. Ich preise dich, dass du sie wirkst, dass wir sie genießen dürfen und dass Jesus, du sichtbar wirst dadurch und dass du bekannt wirst dadurch, durch diese Wunder und bestätigt wirst, wer du bist, dass du unser Retter bist, dass du am Kreuz alles getragen hast, dass du jede Sünde vergeben hast, dass nicht mehr das Gesetz wirksam ist, weil du es erfüllt hast, sondern Gnade jetzt sich ausbreitet und sie uns leitet und führt in ein Leben voller Wunder, voller Zeichen und voller übernatürlicher Dinge, die direkt von dir kommen. Und wir preisen dich dafür. Amen. Amen. Halleluja. Mich erfüllt sowas mit solcher großen Dankbarkeit. Und wenn ich dankbar bin, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich dem Herrn immer zurückgeben. Und wir sammeln auch heute ein Opfer ein für die Gemeinde und einfach mit Dankbarkeit. Kann man auch What a beautiful name it is singen? Ich möchte euch noch eine Bibelstelle vorlesen. Psalm 75, Vers 2. Wir danken dir, o Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name, man verkündet deine Wundertaten. Das ist das, ich bin einfach dankbar, wir dürfen verkünden seine Wundertaten. Okay? Jeden Tag und noch viel mehr. Nicht so einmal in 10 Jahren ein bisschen was. Okay? Jeden Tag, noch viel mehr. Wir verkünden, wir können ihm dankbar sein und ihm danken. Und in 1. Chronik 29, 13. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Musik